und schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Ja. Die Bundestagswahl steht an. Was sind denn Ihre Hauptthemen, die Sie in der Bundestagswahl ansprechen wollen? Das erste bleibt solide Finanzen. Wir müssen lernen, im öffentlichen Raum mit dem Geld zurechtzukommen, das wir haben. Wir haben uns Spielräume erwirtschaftet. Die muss man aber sinnvoll nutzen, um mehr daraus zu machen. Das zweite wichtige Thema ist für mich innere Sicherheit. Das treibt viele um. Das ist auch von wirtschaftlicher Bedeutung. Wenn die Leute den Eindruck haben, sie sind in ihrer Freiheit eingeschränkt, dann beeinträchtigt das auch das Klima im Land. Deswegen müssen wir das sehr ernst nehmen und dafür sorgen, dass im öffentlichen Raum Sicherheit herrscht. Und ein drittes, wir brauchen neue wirtschaftliche Dynamik. Und ich bin sehr dafür, dass wir die Rekordsteuereinnahmen, die wir seit Jahren erzielen, dazu nutzen, gezielt mittelständische Betriebe, aber auch Familien zu entlasten. Denn das sind diejenigen, die unseren Wohlstand erwirtschaften. Sie sind ja in der letzten Bundesregierung mit dem Slogan angetreten, keine Steuererhöhungen. Also wenn die CSU und die CDU an der Regierung gibt, wird es keine Steuererhöhungen geben. Ist das etwas, auf das wir uns jetzt auch für die kommende Bundestagswahl verlassen können? Oder rücken Sie davon ab? Wir haben dieses Versprechen gehalten. Wir waren allerdings die gesamte Legislaturperiode damit beschäftigt, immer wieder neuen Anläufen zu begegnen, Steuern doch zu erhöhen. Wir haben den Spielraum uns erwirtschaftet, dass wir Entlastung geben können. Und das ist dringend notwendig. Wir haben seit Jahren Rekordsteuereinnahmen. Und diejenigen, die das erwirtschaftet haben, die sollen jetzt auch einen Teil davon haben. Ich bin sehr dafür, dass wir beispielsweise endlich einsteigen in den Ausstieg vom Soli. Das war eine Sonderfinanzierung aus Anlass der deutschen Einheit. 27 Jahre nach der deutschen Einheit müssen wir davon wegkommen und zu einer allgemeinen Finanzierung dieser Aufgaben aus dem Haushalt kommen. Nun war das eine leicht schwierige Geburt mit der CDU, Ihrer Schwesterpartei. Da gibt es ja Differenzen in der Frage, wie geht man mit der Flüchtlingspolitik um. Werden Sie jetzt im Bundestagswahlkampf mit einer Stimme sprechen oder werden Sie schon sagen, wir bleiben bei der Obergrenze und wenn Frau Merkel dem nicht folgt, machen wir auch einen anderen Wahlkampf? CDU und CSU sprechen mit einer Stimme, aber es wird immer wieder unterschiedliche Akzentuierungen geben. Die CSU ist eine eigenständige Partei. Wir fühlen uns den Menschen sehr nahe. Gerade auch was die Aufnahme von Flüchtlingen angeht, ist Bayern stärker und früher betroffen gewesen als alle anderen Bundesländer. Insofern bringen wir uns auch bei diesem Thema besonders ein. Das hindert uns aber nicht, einen gemeinsamen Wahlkampf zu machen und am gleichen Strick in die gleiche Richtung zu ziehen. Sie haben vorhin das Thema Wirtschaft angesprochen. Wirtschaft und Finanzen ist ein wichtiges Schwerpunktthema bei allen im Wahlkampf. Welche Themen sind da für Sie besonders relevant? Wir brauchen neue wirtschaftliche Dynamik, um unseren Wohlstand dauerhaft zu sichern. Dazu müssen wir auch auf Gründer setzen, die innovativ sind, die kreativ sind, die ihre Ideen umsetzen wollen. Wir müssen sehen, dass der Mittelstand ein Standbein unserer Volkswirtschaft ist. Viele Kleine, die Arbeitsplätze schaffen. Wir wissen, dass in den kleineren Betrieben in Summe die meisten neuen Arbeitsplätze entstehen. Und dieses Potenzial lebendig zu halten, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Ja, vielen Dank. Gerne.